Hallo, das sind liebe Leute. Willkommen heute zu Bult Battle mit guten Flaufla. Hallo Flo Fla. Boah, ich liebe Flo Fla. Was geht ab, Flo? Oh, ein Skydiver. Verstehst du, ein Skydiver? Warte, ich mach mal hier erstmal die Tür zu, damit hier keiner reingucken kann. So. Mach mal das Boden irgendwas. Das Ding hier zu. Nee, wir müssen ja erstmal zumachen, Flo, damit hier keiner reingucken kann. Du weißt, die anderen schummeln immer wieder. So, liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Willkommen heute zu Bult Battle an so einem wunderschönen Bild Samstag. Das Ganze sieht so aus, meine Damen und Herren. Wir haben auf jeden Fall viele wichtige Dinge hier heute zu besprechen. Und zwar... Mein lieber Chaos 44, was soll ich als Boden machen? Soll ich Wiese machen? Ich mach mal einfach Wiese, okay? Grasblock hier. Zack und zack. Und zwar gab's ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, yo, Lars, deine Videos, ja? Die kommen immer zu spät. Mach einen Himmel als Boden oder so. Ein Himmel als Boden? Oh, stimmt, warte, da könnte man doch eigentlich mit weißer... White? Bro, du hast eine gute Idee gehabt, hä? My friend. Bruh. Und zwar haben nämlich ganz, ganz viele Leute gesagt, yo, Lars, deine Videos, die kommen ja manchmal zu spät oder immer zu spät, ne? Guck mal, soll ich blau als Wolken nehmen? Oh, guck mal! Was ist? Wir können die Haare so machen, wenn er runterspringt, dass die Haare so hochfallen. Dass die Haare hochfallen. Ja, Mann. Hochfallen, Flo, fallen if is... Ey, ach, egal. Oder wollen wir ein Mädchen machen? Dann hat das lange Haare und dann ist der Effekt besser. Ja, Flo, mach du bast den Skydive. Ich mache hier die Wolken einfach unten hin. So, wie gesagt, Leute, es gab ganz viele Leute, die gemeint haben... Mach doch blauen Boden mit weißen Wolken, Lars. Nein. Oh, Lars, bitte. Ja, ne? My friend. So, Flo, du bringst mich die ganze Zeit aus dem Konzept. Ich will jetzt eigentlich was erzählen. So, und zwar meinten ganz viele... so das 10. Mal, dass ich von vorne anfange einfach, ey. So, wie gesagt, Leute. Das Problem daran liegt wahrscheinlich. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Leute, die diesen Kanal, Lars oder so, nicht abonniert haben und deswegen nicht immer auf den neuesten Stand sind. Ja? Oh mein Gott. Deswegen wollte ich das... Das gibt es, Flo, ja. Deswegen wollte ich das Ganze jetzt nochmal hier genauer ansprechen, Leute. Es gibt nämlich die Funktion Glocke aktivieren. Das ist so ein kleines Glöckchen, was ihr neben dem Abonnieren-Button sozusagen seht oder neben dem Namen, ja, wenn ihr jetzt gerade auf dem PC schaut oder auf dem Handy, wenn ihr am PC oder auf dem Handy schaut oder sowas, ja, da seht ihr neben dem Namen von dem YouTuber, seht ihr immer dann so eine kleine Glocke und da müsst ihr einmal drauf drücken und dann hat die wie so eine Schwingung um sie, also so ein Halbkreis, der das dann so umschlingt sozusagen und dann ist die Glocke nämlich aktiviert, ja, das ist nämlich mega wichtig, gerade bei mir, Leute, deswegen sage ich das jetzt gerade nochmal, bei mir ist es nämlich sehr wichtig, weil beim Flo ist es so, yo, da wisst ihr Bescheid, der kommt immer um 12 Uhr Video und so, ne, ganz klar, aber bei mir ist es halt ab und zu so, dass die Videos ab und zu etwas unpünktlich kommen. Was? Die Augen fallen dir schon raus. Dass meine Videos halt ab und an mal ein bisschen zu spät kommen und sowas, ja, deswegen könnt ihr gerne mal die Glocke kostenlos, Leute, das muss ich auch nochmal kurz dazu sagen, abonnieren und kostenlos die Glocke aktivieren, ja, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Wir müssen irgendeinen Insider entwickeln, Flo, dass die Leute immer die Glocke aktivieren, Mann. Hashtag Glock. Genau, wie so ein Huhn. Glock. So, genau, das ist sowas, was ich euch erzählen wollte und bleibt auf jeden Fall noch dran. Ich habe hier gleich in der nächsten Runde auch nochmal etwas ganz, ganz Wichtiges zu besprechen, liebe Leute, was euch auch ganz, ganz viel was angeht. Ja, ist das Deutsch? War das Deutsch, Flo? Ich weiß es nicht. Ich kann irgendwie nicht mehr richtig sprechen heute. Ich habe auch dich mit Flaflo an oder mit Flofla oder was habe ich gesagt? Ich fahre mit meiner Fluffy Fla, es fährt so wunderbar. Weißt du, was ich gut finde? Wir haben halt hier so dieses Bull Butler und sowas, da können wir halt richtig schön erzählen so, weißt du, was so abgeht und sowas in unserem Leben, weißt du, was ich meine? Oh, Lars, ist das gut, Alter! Sieht schon real aus auf jeden Fall. Warte, ich glaube, ich mache alle, obwohl die Wolken hier sind ein bisschen größer, würde ich sogar sagen, dann sehen die nicht so klein und pupsig aus irgendwie. Wir werden hart gewinnen, weißt du, Flo? Du gewinnst immer hart. Kann man auch weich gewinnen? Ich weiß es nicht. Kann man weich gewinnen? Oh mein Gott, guck mal, wie weich der gewonnen hat. Alter, nice, der hat richtig weich gewonnen. Ey, lass mir sagen, was du willst. Das sieht echt gut aus. Und was ist, wenn ich Babbe Knöbezüb sage? Was ist dann? Was, wenn ich Hit hard sage? Was passiert dann? Der braucht aber noch einen Rucksack, der Typ hier. Zieh den Rucksack aus, wenn ich mit dir rede. Oh mein Gott. Oh Mann, wir sind so bescheuert, ey. Ah, lass kommen, sieht das real aus? So ein Rucksack hier mit so einer Schnur? Hat der eine österreichische Jumpsuit, so ein Suit hat er an.
So. Suicide Squad. So ein Suicide Squad hat er an, warte. So, zack, zack. Hey, guck mal, schau mal, bitte, ob das real aussieht. Warte, chill mal kurz. Ich versuche hier gerade was zu machen. Ja, sieht richtig gut aus, ey. Das hier mit diesem kleinen, mit der Schnur und dem Rucksack. Ich weiß nicht, ob der Rucksack, ob wir den wegnehmen. Flo, das sieht real aus. Lass. Mach die Schnur weg. Es muss halt nur der Sack sein. Der trägt seinen Rucksack dann einfach auf dem Rücken, so. Normalerweise trägt man den ja nach vorne, weißt du, wenn du Fallschirmspringer bist. Wollen wir auf Flugzeug fahren? Das schaffen wir nicht mehr, wir haben nur noch eine Minute. Eine Minute Zeit. Ist da ein Fallschirmspringer Österreicher? Der kann doch gar nicht Fallschirmspringen, der fliegt doch da die ganze Zeit gegen Berge. Warte mal, was wollen wir für einen Effekt nehmen? Dings. Tropfen der Lava, gell? Nimm irgendeinen Effekt, dass das so aussieht, als würde er fallen, weißt du? Ja, Wolke. Oh ja, stimmt, Wolke ist gut. Guck mal, so, wie sehen meine Wolken aus? Ist doch auch cool, ne, was ich hier gemacht habe. Oder? Was würdest du sagen? Nö, sieht richtig schön schwammig aus. What do you want, man? What do you want from me? What do you want? Horst! Sieht gut aus. Horst! Sieht gut aus, Lars. Danke. Aber wir haben auch eigentlich so viel Zeit, Flo, und wir sind auch zwei richtig primitive Minecraft-YouTuber. Zwei richtig primitive Primaten. Hast du dieses eine Bild gesehen, was ich dir mal geschickt habe, mit dem, dass die Minecraft-YouTuber die Welt beherrschen? Sagst du? Ja. Leute, wir haben so ein Bild so in der WhatsApp-Gruppe rumgeschickt, dass die Minecraft-YouTuber einfach Dings beherrschen. Die Welt. Wir beherrschen auch die Welt, Lars. Wir beherrschen auch die Welt, ja, es ist so. Wir haben nämlich alles im Griff. Da. Und ganz unten an der Nahrungskette steht doch dann You oder so, gell? Oh mein Gott, das ist so bescheuert. Okay, hier noch die letzte Wolke und dann haben wir eigentlich den Käse heute schon gegessen. Sieht cool aus. Genau, und nochmal kurze Zusammenfassung, Leute. Glocke aktivieren nicht vergessen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die Glocke, 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 Glocke. So, mach jetzt hier nochmal das Ding hier fertig. So, guck mal, noch 10 Sekunden Zeit, dann haben wir es auf jeden Fall heute geschaved. Perfekt. Oh mein Gott, der hat einfach so Dings, so Dreads. Hä, was sind meine Wolken? Der Dreads. Aber ich bin... Oh, lass, wir holen das 100% safe. Oh mein... Oh, das ist auch nicht schlecht. Fallschirm, Skydiving ist ohne Fallschirm. Echt jetzt? Ja, Skydiving dive da ja. Kriegt okay, aber der hat Dings österreichische Fahne als... Ich hab gut dem gegeben. Ich hab okay gegeben. Was? Wo ist hier irgendwas? Ach, da oben. Ah, nee, ist kacker. Ja, ist wirklich kacker. Das ist echt... innen dran, aber der dive ja nicht, Lars. Oh, das ist auch nicht schlecht, Mann. Das ist auch nicht schlecht, aber der hängt so da runter irgendwie. Der hängt so vorne. Ja, er kriegt gut. Ich geb gut. Die haben Wolken gemacht, gell? Oh, legendär. Ich vote jetzt mit legendär. Nein, nicht, Lars, sonst überhole uns. Oh, Mann. Der ist Deutscher. Ja, genau. Oh, das sind sogar zwei. Man ja, das kriegt Gesicht auch ein gut. Ja, ich gebe okay, man sieht das Gesicht nicht. Da ist keine Augen. Ist doch egal. Da brauchst du für Skydiving Augen. Melonen Skydiver. Oh, das ist auch nicht schlecht, Mann. Alter. Das kriegt auch ein gut. Aber der hat ein Fallschirmsprung. Aber der hat auch kein Gesicht. Okay, weil ich kein Gesicht hat. Oh. Boah, meiner hat halt nice. Geiler. Der coole Augen. Wir müssen mindestens eine Runde gewinnen heute, Leute. Die Augen ploppen hier wirklich raus bei dem. Die Leute schreiben auch, wow, nice. Oh, das ist ja da oben, stimmt. Ja, der hat ein Flugzeug. Kriegt ihn gut wieder. Ich hab hier eigentlich okay, heute, okay. Ich hab heute echt. Der sieht aus wie so ein Ding, wie so ein Batman. Schwarzer Magier. Wie ein Batman. Wie der Batman. Boah, das ist ich geb dem gut. Die Idee ist ganz cool mit Villager. Ich hab ihm okay gegeben jetzt, weil ich ist irgendwie, naja, mit Sandstone. Wer springt denn mit Sandstone? Alter. Was ist? Was? Wo? Was? Ach, da oben. Dem Plop macht die Augen raus. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das kriegt auch ein Gut auf jeden Fall. Ja, ich krieg auch ein Gut. Seine Augen sind so richtig dick gewesen, ey, hast gesehen. Oh mein Gott, was ist denn das? Ein Schlechtes muss ich geben. Eins Schlechtes muss ich geben. Das ist ja echt irgendwie ziemlich wackelig heute. Das Flugzeug sah voll komisch aus. Noch eins, Alter. Ja, Pixelart. Ah. Hm, ne? Ist jetzt nicht so das Grüne vom Ei. Ah. Aber. Oh Gott. Lars, holen wir das. Ey, was ist das? Skydiving? Das ist ein Typ, der von einem Gebäude springt. Hä? Da springt gar keiner vor. Ach doch. Hä? Oh lol. Boah, wir sind Vierter? Was? Ja, der Typ hat. Der ist viel zu groß. Der ist ein Fallschirmspringer. Kein Dings, kein Skydiver. Lol. Ein Boxring. Flo, das ist einfach so nur. Einfach nur so ein goldenen. Nee. Lars, was machst du? Bau den Boxring aus Gangbeast. Ich weiß aber nicht mehr, wie der aussieht. Ich hab das gerade nicht im Kopf. Aber lass ihn mal richtig groß machen, bitte. Weil wir haben 5 Minuten, 6 Minuten Zeit, okay? So,
Nee. Warte mal. Lass mal kurz. Bau so Bühnen, so Dings, so wie ein Stadion. Ah, Tribünen meinst du? Tribünen. Aber mit was kann man die bauen? Mit Stairs, ne? Ja, mit Stonebrick. Stonebrick Stairs. Meinst du Stonebrick Stairs? Ja, mach Stonebrick Stairs. Stonebrick Stairs. Alter, keine Ahnung, wie die Nationalhymne von Russland geht. Ich weiß es nicht. Ja, gut, wir machen uns nicht lustig über Russen. Roman kann die ja locker. Wir machen uns nicht lustig über Russen, wir machen uns lustig über Russen. Wir machen uns über uns selber auch lustig. Ja, eben. So. Machen über alles lustig eigentlich. Ja, stimmt halt also. Echt. Also Leute, ich wollte nämlich noch ein ganz, ganz wichtiges Thema anritzen hier. Und zwar sieht das Ganze nämlich so aus, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht wissen, dass ich einen eigenen Shop besitze. Flo, wusstest du das? Wussten Sie, dass ich einen eigenen Shop besitze? Ja, das sind Sie. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die einfach nicht wussten, dass ich einen eigenen Shop habe, Leute. Ich wollte das Ganze jetzt hier nochmal sagen. Es wird jetzt in der nächsten Zeit ganz, ganz viele neue, coole Designs geben. Wie zum Beispiel die Lars oder so Crew oder beziehungsweise die oder so Crew. Davon gibt es ja eigentlich schon ein Pullover, ein T-Shirt und sonstiges. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Das ist mega cool. Das mit der Krawatte? Ja, genau. Das gibt jetzt schon ein Design und es wird bald noch mehr geben. Aber ich möchte jetzt eigentlich nicht so viel verraten, Flo. Ja? Wir haben richtig viele coole Designs hier für 2018 vorbereitet. Ich werde auch natürlich sowas wieder machen mit so limitierten Autogrammkarten und sowas, ja. Übrigens, bei jeder Bestellung gibt es eine Autogrammkarte kostenlos dazu, liebe Leute, ja. Oh mein Gott. Das gibt es auch hier kostenlos dazu, ja, weil da nämlich ganz, ganz viele Leute immer danach fragen, dass sie sagen irgendwie, yo, Lars, wie kriegt man eigentlich eine Autogrammkarte von dir? Schwabidi-dabidi, weißt du? Ey, Lars, ich hab echt noch keine Autogrammkarte von dir. Echt? Ich hab einen kleinen Bruder, deine von dir, aber Dings, ich hab keine. Lol, okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird das Ganze halt so sein, dass ihr hier gerne mal unter der Videobeschreibung vorbeischauen könnt. Der erste Link, und falls ich das nicht vergessen sollte, aber ich werde es sowieso vergessen, oben rechts in der Infokarte könnt ihr auch nochmal gerne vorbeischauen. Da ist nämlich das Ganze hier oben alles verlinkt und so, falls ich das nicht vergessen sollte. Leute, ihr kennt mich, ne? Bitte nicht hauen. So und so. Boah, ich habe eine gute Idee. Bau du die Tribüne, ich baue hier Dings so, die Boxer, okay? Ich glaube, das haut sogar so ungefähr hin hier, was ich gemacht habe. So und so. Ja, es würde mich wirklich freuen, einige Leute deiner oder so Crew zu sehen, liebe Leute. Ja, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ey, oder so Crew, das ist richtig geil. Ist geil, ne? Ist eine coole Idee. So. Vielleicht mache ich sogar so einen richtigen Pullover, wo dann Hashtag oder so Crew draufsteht. Oder Hashtag Crew oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Mann. Irgendwie sowas habe ich mir überlegt. Ich habe die Tribüne ein bisschen zu klein gemacht. Oh mein Gott, die sieht richtig schlecht aus. Ich mache die einfach mal ein bisschen länger jetzt hier, damit es vielleicht eventuell ein bisschen länger wird hier oder sowas, ne? Eventuell bis hierhin ungefähr, ne? So. Ja, kommt hin ungefähr von der Länge. So, das ist das, was ich euch erzählen wollte, Leute. Nicht vergessen, oben rechts in der Infokarte oder unten in der Videobeschreibung könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja. Zack. Es gibt auch noch coole andere Merch-Artikel, ja? Nicht nur irgendwie T-Shirts oder Pullover, sondern man kann auch Tassen und sowas holen, Flo. Gibt es auch bei dir? Ja, Dings, ich habe auch Tassen halt und Federmäppchen. Hast du Federmäppchen? Wer bist du? Ja, ja Dings, ich habe alles. Hast du... Ja, Dings, geil. Ich habe alles. Alles, was du dir wünschst, Flo. Wünschst du dir ein oder so Pullover? Kannst gerne haben. Komm, hier, ich mal. Ich will wirklich einen haben, Lars. Kannst gerne haben, komm. Dann musst du mir jetzt nochmal Dings sagen, wo du wohnst und dann schicke ich dir das, okay? Ja, dann kommst du in der Nacht wahrscheinlich vorbei und lieferst mir. Ich liefere dir das. Zuschauer glücklich machen mache ich dann, weißt du, so ein Video. Oh mein Gott, Lars! Ey, mein Typ hier, der ist richtig... Der ist It's richtig Lars! Richtig. Irgendwie sieht das so viel besser aus als mit dem Holz hier. Ich glaube, ich mache das jetzt nochmal anders. So. Warte, ich sehe gar nicht, was du gebaut hast, aber... Flo, entspann dich. Bist du gerade intense, oder was? Ja, intense. Du bist intense. Ey, aber meinst du es richtig gut dafür? Okay, sehr gut. Ich bin stolz auf dich, Flo. Ich probiere jetzt hier auch gerade was. So, zack. Und dann nochmal hier hin. So. Okay. Und übrigens, Leute, das wollte ich auch nochmal kurz erzählen. Es gibt jetzt zurzeit auf dem shrubby.de-Server richtig viele coole Events. Also, wenn ihr Bock habt oder sowas, könnt ihr einfach mal auf shrubby.de gehen. Ich habe übrigens, Flo, etwas geplant, was noch keiner wissen darf. Aber ich erzähle es dir jetzt einfach, okay? Oh mein Gott. Ich habe geplant, es gibt ja ganz viele Zuschauer, die keinen PC haben, ne? Und ich habe geplant, einfach einen Dings zu machen. Einen shrubby.de-Server auf dem Handy, also ein Pocket Edition. Oh, das ist richtig gut. Das ist eine geile Idee, ne? Habe ich mir nämlich ganz alleine ausgedenkt. Ey, wir haben noch 2 Minuten, Lars. Mach ein paar Villager hin. Auf der anderen Seite doch auch eine... Oh, warte mal, wobei... Nee, das passt schon. Denkst du? Ich habe, glaube ich, keine Zeit, um nochmal eine Tribüne... Soll ich einen Blonden hier hinmachen? Ja, das Ding ist. Du kannst sagen, was du willst. Das sieht richtig gut aus, was ich baue.
Ja, der hat so... Aber du musst vielleicht... Ah, der wird so rausgecatcht. Oh, lol. Das ist wirklich nice. Das ist wirklich richtig nice. Aber ich glaube, ich habe nicht genug Zeit, um noch eine zweite Tribüne zu bauen. In deinen Folgen bin ich immer übelst überstolz auf das, was ich... Und baue immer richtig gut in den meinen. Bei dir bist du richtig kacke, ey. Ja, das ist richtig schade. Ah, Scheibenkleister. Ah, Kürbiskleister. Oh mein Gott. Habe ich jetzt nicht gesagt. Das hast du jetzt nicht gesagt. What do you want? So, so, so. Und hier nochmal. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. La, 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 la. Okay, Flo, das hier sieht gut aus. Oh mein Gott, wir haben nur noch eine Minute. Oh mein Gott, warte, der braucht noch einen Boxhandschuh. Ich krieg's, glaube ich, nicht hin. Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Ich wusste, dass ich... Ich baue die Tribüne hier wieder ab, sonst ist das Ding halb fertig. Ich baue es wieder ab, sonst schaffe ich das nicht, weil ich schaffe das in kein... Oh mein Gott. Black. Vielleicht kriege ich das sogar noch hin. Flo, vielleicht können wir es schaffen. Oh mein Gott, ich habe was richtig Gutes gemacht hier. Warte, vielleicht kriege ich es hin. Vielleicht kriege ich es tatsächlich sogar hin. So. Noch 10 Sekunden. Oh mein Gott. Warte, Flo, ich kann nicht reden. Oh, ich brauche Partikel. Mist, ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich habe auch kein Partikel. Das sollte ein Bildschirm werden. Mist, ich habe es nicht hinbekommen. Es hat zu lange gedauert. Na, ich gebe dem hier... Ja, ist kacker, ja, ist kacker. Das sieht nicht so gut aus. Boah, ey, Alter. Boah, ich bin gerade richtig am Dings gewesen, Mann. Deine Folge ist richtig gut hier. Danke. Lass eine Million Likes da. Ja, das Boxen in Russland. Ja, genau. Kickboxen in Russland. Lol, guck mal, der hat sogar ein Sixpack. Oh mein Gott. Okay, der kriegt einen gut. Der Obst, ich habe gerade einen Kacker gegeben. Ups. Alter, der kriegt auch einen gut. Oh lol. Oh mein Gott, die haben alle die Tribüne so gut fertig gemacht. Der hat voll die gute Tribüne. Ja, übel. Kriegt auch einen gut von mir. Nee, kriegt auch einen gut von mir. Die sind alle hier richtig gut in den Ohr. Guck. Legendär. Nice. Oh mein Gott, aber die Leute bewerten halt immer sau unfair, weil die nämlich... Guck, diesen Typ, der gibt einfach immer Kacker bei allen anderen. Ja, keine Ahnung, was es soll. Das ist legendär. Alter, keine Ahnung, was das hier sein soll. Ach, ein Käfigkampf. Aber mit TNT. Oh, das ist... Oh, der steht sogar schräg. Aber die haben keine Augen. Ja, kriegt ein gut. Okay, kriegt ein gut. Ah? Lol. Du sagst, saying nice for your own build. Ja, kriegt ein okay. Würde ich sagen, das hier ist ein okay. Fighterman. Also, nur eine Arena kriegt Kacke. Ja. Ne, ich würde sogar super Kacker geben. Ne, ich gebe sogar super Kacker. Ich weiß auch nicht, was. Wir werden ja auch immer bei anderen schlecht, aber ey Leute, wirklich, wir geben uns wirklich immer richtig Mühe. Ich gebe mir auch immer Mühe, eigentlich recht Dings zu bewerten. Kriegt auch einen Kacker, Alter, was ist das? Ja, super Kacker. Guck mal, die waren zweit. Das ist echt, das. Weißt du, ich find's halt schade, die Leute sehen das, die sehen so, oh, das ist ein YouTuber und sowas, und dann sind die, ich weiß nicht, ob die neidisch sind oder sowas, die geben einfach automatisch schlecht, und das finde ich voll traurig irgendwie. Was? Was ist denn das? Ein Schleimball, ein Schleimball. Aber das ist gar nicht so dumm, weil das ist ja eigentlich auch wie so ein Dings, weißt du? Ja, kriegt schon einen Kacker. Ja, hat auch einen Kacker von mir bekommen. Ich wollte erst einen Kick. Oh, der hat den, oh mein Gott, der hat den einfach mal Dings schräg gepuncht. Boah. Wollen wir ein episch gehen? Ich gebe ein episch, glaube ich. Episch, ja. Boah, das ist halt echt mega schlau. Schlau. Das ist gut. Alter, boah, aber unseres ist auch nicht schlecht. Unserer ist auch nicht schlecht. Aber die Leute haben uns auch schon heftig bewertet. Was sind wir für ein Platz geworden? Dritter. Wir sind Dritter geworden. Nice, ja, nice. Also Leute, gerne mal im Shop vorbeischauen für coole Fanartikel von der oder so. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Glocke aktivieren nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Aktivieren, jo, das war's.